Hey Leute, letztes Mal haben wir Venturo gefunden, der eindeutig seine Zeichen markiert hat. Und jetzt müssen wir nochmal runter zu dem Molukkenkrieger und wir unter Tandem, bla 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 bla, Kuhn. Das Zeichen. Ja, Zeichen will ich gar nicht mehr sehen. Ich will jetzt nur noch runter. Autsch. Hier irgendwo muss der doch sein, war doch so, oder? Nicht irgendwo hier? Hallo? Bist du nicht irgendwo? Hallo? Autsch. Okay. Dann werden wir mal die Quest machen nochmal. Logbuch. Zurück nach Hause. Okay. Charaktere. Seekarte? Da hinten. Da ist er schon. Mal gucken, Quest. Hier in der Nähe soll er sein. Bin ich so blind? Da ist er ja. Los, lauf weiter. Bleiben zusammen. Ja. So. Ach, sieh mal einen an. Wäre echt gleich da. Gut, dann gehen wir gemeinsam mal hier rein. Ich danke dir, Mucho. Die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Gut. Dann werden wir mal mit der Ishi wieder reden. Und sagen, dass wir wieder zu Hause sind. Und wollten wir nicht auch mit Kapua reden? Oha, Gucho. Du kommst zu den Kiki der Shaganumbi. Wurdest du nicht gewarnt? Gewarnt? Wovor? Vor uns. Wir sind die Hexen des Voodoo. Und willst du mich jetzt verzaubern? Beug dich ein wenig vor. Lass mich in deine Seele blicken. Hey, das ist nicht lustig. Hiroka, die Koko orakelte irgendwas von Blut und Tod. Sie ist eine Kiki, doch ist sie noch jung. Lass mich es versuchen. Gut, gib mir ein Orakel. Gut, gib mir ein Orakel. Du, Tiva Umbara, du bist gezeichnet. Dein Auge. Die Tivas haben dich berührt. Du kannst das sehen? Nicht mit meinen Augen. Die Gabe der Ahnen lässt es mich spüren. Kitiva Tivamba Mara. Mara wird erscheinen und ihr folgen die Wesen der Tiefe. Einem bin ich schon begegnet. Bleib wachsam. Es sind nicht nur die Toten, die mit ihr kämpfen. Auch unter den Lebenden hat sie Verbündete. Ich kann auf mich aufpassen. Und muss die schützen, die dir nahe sind. Ei. Wie kannst du mir helfen? Es sind Wesen aus der Tiefe des Meeres. Doch werden sie über das Land gehen, wenn sie dich töten können. Das sind ja gute Aussichten. Der Fluch wurde mit Voodoo gewirkt. Voodoo wird dich auch davor schützen. Ich braue machtvolle Tränke. Benutze sie für den Kampf gegen die Versunkenen. Kannst du mir Voodoo beibringen? Wir lernen die dunkle Gabe von den Ahnen selbst. Es ist verboten, die Geheimnisse mit anderen zu teilen. Wenn ich dich lehre, werde ich einen schrecklichen Tod sterben. Ach, so schlimm wird's nicht sein. Dann lassen wir das wohl lieber.
Erst wenn die Ahnen dir wohlgesonnen sind, darf ich dich unterrichten. Gut, wie viele Krieger habt ihr eigentlich bei Crow? Wie viele Krieger sind bei Crow? 12. Okay. Slick wartet auf das Ideal für Crow. Slick wartet auf das Idol für Crow. Chi, es ist fast fertig. Aber das Wichtigste fehlt. Das Herz. Und jetzt? Soll ich mir meins rausreißen? Herz und Geist eines Idols und jeder Puppe ist Jade. Jade ist ein magischer Stein. Hikoko weiß, wo unbehandelte Jade zu finden ist. Bitte, begleite und beschütze sie auf diesem Weg. Warum begleitet Tonka Hikoko nicht? Warum begleiten die Tonka Hikoko nicht? Die wenigen, die geblieben sind, bewachen die Shaganumbi. Ono, sie werden uns nicht verlassen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tawonga Pirat. Und seid vorsichtig. Okay, lass uns handeln. Gucken wir mal, was er hat. Lass uns handeln. Stammeszeichen, Ritual. Hier ist noch Wurfwaffen, Klingfest. Schwarze Magie. Auge, Zähne. Okay, Ende. Dann. Ich bin kein Alchemist. Nee, bist du wirklich nicht. Gut, Genie. Die Tufas der Shaganumbi sind aufmerksam. Sie berichten, du gehst im Lager der Guchos ein und aus. Ja. Sei vorsichtig, Gucho. Wenn du den Donnerstock trägst, bist du nicht mehr willkommen. Merk dir das. Ich habe Tahana befreit. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gayo Tiva. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Das weiß ich, Pirat. Aber du kannst dich nicht alleine gegen die Piraten stellen. Das schaffst selbst du nicht. Dann hilf mir, gegen Crow zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Was genau bedeutet das? Ich gebe dir mein Wort. Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Shaganumbi. Gut. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. So, Ende. So, so früh wollen wir das noch nicht machen. Das ist früh. Okay. Jade, 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 Jade. Kiki! Nee, bist du nicht. Kiki, Kiki, Kiki. Ah nee, sie war eine junge Kiki. Wir haben noch eine Quest noch übrig. Eigentlich haben wir mehrere Quests. Wir haben... Machen wir erstmal, geben wir die mit Auskunft mit den 12 Kriegern. So. Teilen wir ihnen nicht mal mit, dass wir hier 12 Krieger als Gegner haben. Nee, wir sind jetzt von der anderen Seite gekommen oder wie sind wir gelaufen? Hier lang. Da müsste gleich das Wasser sein, genau. Ach man. Schon wieder. Und hier oben ist er ja. So du! Ich war im Dorf. Ich war im Dorf. Und was hast du herausgefunden? Der Häuptling ist zusammen mit einem Dutzend seiner besten Männer zu Crow gegangen. Ein Dutzend, sagst du? So viele sind jedenfalls nicht vor dem großen Tempel. Wahrscheinlich sind im Tempel dann noch der Häuptling und noch mindestens 4 weitere Krieger. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, du hast deinen Bericht und ich bin hier fertig. Was ist? Willst du mit zurück? Hast du irgendwas anderes vor? Hast du noch irgendwas anderes vor? Wenn wir zusammengehen, können wir noch einen Abstecher zum Tempel machen.
um was zu tun. Die Piraten haben da ein Fort hingezimmert. Zu zweit könnten wir uns die vornehmen. Okay. Gehen wir zusammen. Gehen wir zusammen. Folge mir. Okay, da bin ich mal gespannt. Kann nur helfen. Würde ich mal sagen. Dann geben wir den Bericht ab und dann machen wir das noch mit der Jade und dann für die Sache, für dieses Relikt und dann anschließend werden wir uns entscheiden. Komm, wenn du lauf ein bisschen schneller. Kann nicht sein. Der läuft mir echt zu langsam. So. Die laufen alle so langsam. Dein komischen Zeichen, die du überall hast. Mal schauen, wie viele Minuten wir schon wieder aufgenommen haben. Ah, okay. Hauptsache, wir machen bloß das Fort. Ich möchte nicht irgendwie weiter in der Main Story gehen. Ich will nur ein bisschen hier. Am Ende des Tals ist der große. Dort hat sich Crow mitsamt seiner Mannschaft und den Molukken breit gemacht. Und hier vorne ist ein Vorposten der Piraten. Ich konnte da schon mal ein wenig spähen. Sind nur drei Piraten hier. Der Anführer heißt Basil. Wie sieht's aus? Nehmen wir sie uns vor? Schnappen wir uns Basil. Schnappen wir uns diesen Basil. Deine Einstellung gefällt mir. Wie gehen wir vor? Wir können natürlich gemeinsam reingehen. Aber du kannst auch versuchen, dich von hinten reinzuschleichen. Und dann? Kannst du das Fort still und heimlich plündern. Bist aber auf dich allein gestellt, wenn sie dich bemerken. Was darf sein? Ah, wir greifen gemeinsam an. Wir greifen gemeinsam an. Das wird ein heißes Tänzchen. Du gehst vor. Ich bleibe bei dir. Geben wir den Jungs mal ordentlich Zunder. Ja. Du gehst voran. Und ich gebe dir mit meiner Flinte Feuerschutz. Los geht's. Gut, Venturo. Wo lang eigentlich? Hier lang, wa? Und, das ist sofort. Gut, ich gucke euch mal nach, wie spät es ist. Wenn es schon über 15 Minuten ist, wie immer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn nicht, bis gleich. Mann, 12 Minuten 30. Kann mir ja fast jedes Mal die Uhr danach stellen. 2 Minuten 30 haben wir noch. Dann versuchen wir es einfach mal. Ich speichere mal ab. Ich denke mal nicht, dass wir es beim ersten Mal packen. Ich habe ja immer leichte Probleme damit. Gut, ich werde auch mal noch mal was essen. Das ist vielleicht am besten. Sonst packen wir das wirklich überhaupt nicht. Und dann speichern wir jetzt nochmal hier ab. Hallo? Vielleicht speichere ich jetzt nochmal ab. Hallo? Das ist dein Ende! So, erstmal Basil. Jetzt kriegst du aufs Maul! Mist. Okay, Basil ist tot. Der haut auch ordentlich rein mit seiner Flinte. Gut gemacht. Das war's für Basil. Sehr gut. Crow wird sich schwarz ärgern. Wir sollten zusehen, dass wir von hier verschwinden. Lass mich vorher noch die Truhe plündern. Alles klar. Ich warte unten am Weg auf dich. Du wundert mich jetzt gerade. Wieso? Ich meine mal, der hat doch gerade gesagt 3, aber ich habe 2 gesehen. Da hinten ist noch eine Truhe. Ich schneide dich in Streifen! Genau. Der wäre Nummer 3. Nummer 3. Ich krieg dich noch! Das ist ein komischer Code. Jetzt nicht. Vielleicht hätte ich einfach angreifen sollen, als ich geblendet war. Komm, ey, wir rollen hier. Zack. Komm, blende dich her. Daneben, dammit. So. Und nochmal auf Flasche nehmen. Ah. Ruhm plus 0. Was ist denn das für ein schlechter Ruhm?
Ende. Ruhm plus 0, herrlich. Okay, Basilisk-Truhe. Gold 250, sehr schön. Hier ist nix. Okay, hier oben war der vielleicht der andere. Gut, Leute, aber wir haben es gemeistert gleich am Anfang an. Ich würde mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.